Leute, mein Name ist Epic Stan und mit dabei ist heute Katja. Hallo. Und schau mal, Katja, wir befinden uns hier wirklich richtig, richtig doll weit oben auf einem Berg, denn die Blöcke unter uns werden gelöscht. Das Void steigt nach oben, das bedeutet, ne, die ganzen Blöcke verschwinden hier nach und nach und Katja, wir spielen gegeneinander. Das bedeutet, wir müssen natürlich verhindern... Werd dich wegboxen. Nein, Katja! Klar. Wir müssen auf jeden Fall verhindern, dass wir ins Void fallen. Derjenige, der als letztes von uns beiden übrig bleibt, der bekommt einen Punkt. Ich bin sehr doll gespannt. Und wenn das Void bis zur Höhe 80 gestiegen ist, wird sogar... Ja, PvP aktiviert. Das bedeutet, ich kann dich wegschnetzeln. Okay, Katja, der Timer läuft. In 10 Sekunden geht's los. Wir sehen hier auf jeden Fall auch unsere Fläche, wo wir überall hingehen können. Es geht los, es geht los. Okay, wir sehen jetzt hier auf jeden Fall, wo sich das Void gerade befindet. So und so, bitte hier das Holz abbauen. Und Katja, ich habe, glaube ich, schon eine relativ gute Taktik. Ich werde mich schnellstmöglich mit Holz nach oben bauen. Wenn ich nämlich ein Holz umcrafte, kriege ich gleich 4 daraus. Du hast ja auch schon Holz. Und das Void ist jetzt auf jeden Fall schon ein bisschen gestiegen. Ist schon auf Höhe 2. Von Höhe 80 ab Höhe 80 geht das PvP an. Oh, oh, ich bin so, so doll gespannt. Okay, ich werde mir, glaube ich, oben in der Luft eine richtig, richtig doll coole Base bauen. Und dich dann runterschubseln. Hey, warte mal. Ich mache es ein bisschen anders wie du. Ich werde mir natürlich auch alles umbauen, aber ich hole mir auch noch mal ein bisschen mehr Holz, weil ich denke, Holz ist eigentlich ganz wichtig. Und noch mehr Holz gleich. Und wir sind schon bei 7. Oh, oh. Okay, ich habe, glaube ich, schon eine relativ gute Taktik insgesamt. Ich brauche erstmal eine kleine Spitzhacke, dann hole ich mir auch Stein, um mich bestmöglich auszurüsten. Vielleicht finde ich sogar ein bisschen Eisen. Oh, stell dir mal vor, Katja, ich könnte dich mit dem Eisenschwert wegschnetzeln. Das wäre lustig. Ja, das will ich ja auch machen. Hey, Katja, du Nachmacher! Ich muss mich so, so doll schnell beeilen, weil das Void einfach mehr und mehr steigt. Es ist jetzt auf jeden Fall schon auf Höhe 11. Dann hole ich mir hier noch ein bisschen mehr Stein mit. Ich habe jetzt schon... Hab schon Kohle. Stein. Oh, du hast schon Kohle. Das ist sehr gut. Dann buddel ich mich hier auf jeden Fall auch ein bisschen runter. Vielleicht finde ich hier tatsächlich ein bisschen Eisen. Und vor allen Dingen, ich muss richtig doll drauf aufpassen, dass ich nicht zu weit nach unten gehe, weil unten die kompletten Blöcke gelöscht werden und ich dann einfach nach unten durchfallen würde. Okay, das Void ist auf jeden Fall schon auf Höhe 15 insgesamt. Das ist wirklich ganz und gar nicht gut. Oh, schon Höhe 16. Okay, Kohle habe ich hier auch gefunden, aber leider noch kein Eisen insgesamt. Auch nicht, aber viel Stein habe ich wenigstens. Das stimmt, Stein habe ich auch richtig, richtig viel. Das Void ist jetzt gleich schon auf Höhe 20. Oh, oh, das ist ganz und gar nicht gut. Ich glaube aber leider, hier ist kein Eisen im Berg, Katja. Ich finde hier ganz und gar nichts. Und Hallöchen, ich bin wieder oben. Okay, da vorne bist du. Und Moment, mal, kann ich das Void hier schon sehen? Werden hier unten schon Blöcke gelöscht, aber ich sehe noch nichts. Nein, 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 nein. Hier wurde noch nichts gelöscht. Okay, ich mache mir jetzt auf jeden Fall noch eine Holzachs, glaube ich, damit ich noch schneller, ja, noch mehr Holz abbauen kann. Der Baum wird abgebaut insgesamt. Und Katja, das Void ist schon auf Höhe 25 von 80. Da unten sehe ich auf jeden Fall ein bisschen cooler, aber leider auch kein Eisen. Und hier sehe ich weit und breit auch nichts. Okay, ich könnte ein bisschen weiter nach unten gehen, aber ich habe richtig doll viel Angst, dann einfach durchs Void zu fallen. Katja, pass bloß auf. Okay, den Baum habe ich abgebaut. Oh. Hier kann ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen Holz mitnehmen. Das kann ich erst umcraften. Dann habe ich auf jeden Fall genug Blöcke, um mir eine richtig, richtig coole Base, ja, relativ weit oben zu bauen. Okay, das Void ist schon auf Höhe 31. Moment mal, sieht man das schon? Hm, bis jetzt sieht man da unten noch keine gelöschten Blöcke. Ich habe jetzt auf jeden Fall 64 und 5 Holz, dann noch 43 Stein und 2, naja, Dirt. Ich glaube, ich mache mir noch eine kleine Schaufel, um noch ein bisschen mehr Erde abzubauen, damit ich noch mehr Blöcke habe, um mich nach oben zu bauen, wenn das Void steigt. Wir sind jetzt gleich auf Höhe 40. Also wir haben schon die Hälfte der Höhe erreicht, bis das PvP aktiviert wird. Okay, so und so bitte hier die ganze Erde abbauen. Zack, 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 das geht relativ schnell insgesamt und ich kriege dadurch so, so doll viele Blöcke. Okay, wir sind jetzt auf Höhe 40. Gleich müsste man hier unten auf jeden Fall die gelöschten Blöcke sehen. Ja, da, ich sehe dich da und da kommt ein Creeper zu dir. Oh, oh. Dann werde ich hier auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Erde abbauen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich sehe auf jeden Fall noch 2 Bäume, die kann ich natürlich auch abbauen. Da kriege ich noch schneller Blöcke. Oh Gott, da passt bloß auf. Oh, oh. Wenn du von einem Gegner weggeschnetzelt wirst, dann bekomme ich auch einen Punkt. Ja, ich weiß. Oh, ich muss mich echt beeilen, weil ich bin bei Höhe 94. Na, das geht noch. Okay, ich bin hoch genug, glaube ich. Oh, sehr gut. Okay, das Void ist jetzt auf Höhe 50 schon. Oh, oh, das ist schon echt relativ hoch. So, das Holz habe ich auch. Bei der Höhle. Okay, du bist in der Höhle, Moment, ich glaube, du bist hier ganz unten irgendwo. Die Höhle ist klitzeklein. Oh nein. Oh, da ist nichts. Ich gehe mal hier in die Richtung, ob hier irgendwo Eisen ist. Hier ist richtig...
Ich bin bis runter geblumst. Oh oh, das war knapp. Ich habe die Hälfte meines Lebens verloren, aber ich sehe hier auch kein Eisen. Nein, 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 ich glaube, das ist kein guter Weg. Okay. Ganz viel Kohle. Oh, du hast ganz viel Kohle. Und eine Spinne. Oh oh, pass bloß auf, Katja. Da unten! Da unten, Katja, werden die Blöcke schon gelöscht. Ich sehe das ganz genau. Das ist White. Alle Blöcke werden hier gelöscht gerade. Oh oh, und das White ist jetzt auf Höhe 55, jetzt auf Höhe 56. Hier wird alles nach und nach gelöscht. Das ist wirklich ganz und gar nicht gut. Okay, ich glaube, ich sollte auf jeden Fall wieder oben auf den Berg gehen. Das ist schon mal die höchste Stelle und dann sollte ich mich von dort weiter nach oben bauen. Ich hole mir hier auf jeden Fall noch ein bisschen Holz mit und ich hätte sogar noch ein paar Zeppelins. Katja, wo bist du? Okay, alles gut. Da, ich wollte in eine Höhle gehen, die relativ nah bei mir war. Da waren bestimmt 3, 4, 5, 6, 7 Creeper oder so. Was ist denn da los? Okay, du bist immer noch in der Höhle. Das wollte ich schon auf Höhe 61. Ich gehe mal hier in die Richtung, baue hier auf jeden Fall noch das Holz ab. Und dann würde ich sagen, ich baue mich weiter nach oben insgesamt. Und hier unten, Katja, wurden schon so viele Blöcke gelöscht. Das wollte steigt mehr und mehr, wenn wir jetzt hier runterblumsen. Dann werden wir einfach sofort weggeschnetzelt. Okay, ich habe auf jeden Fall genug Holz. Ich hab ein Herz und ich wurde von einem brennenden Zombie einfach. Ah, hier sind 1000 Zombies, epic. Oh, was ist denn da los? Oh mein Gott, was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Ich komme mal hoch. Ja, ja. Okay, ich baue mich jetzt hier auf jeden Fall nach oben. Ich habe eine relativ gute Taktik. Ich werde mich nämlich auf die höchste Höhe bauen. Aber das ist sehr gut. Moment mal, sehe ich dich von hier? Bist du das selten? Da, ich sehe dich. Da unten bist du. Hallo. Hallo, Katja. Baust du gerade ein bisschen Erde ab? Jo. Sehr gut. Okay, dann geht's hier weiter nach oben. Ich habe leider nicht mal was zum Essen, merke ich gerade. Ich habe auch nichts zu essen. Oh, das ist ganz und gar nicht gut. Okay, weiter nach oben. Hier steigt das Void mehr und mehr und mehr und die ganzen Blöcke werden gelöscht. Das Void ist jetzt auf jeden Fall schon auf Höhe 78. Das bedeutet, es wird jetzt gleich das PvP aktiviert und wir könnten uns gegenseitig runterschubsen oder wegschnetzeln. Aber ich bin hier richtig doll weit oben. Richtig sicher insgesamt. Okay, PvP ist aktiviert. Das Void geht immer höher und höher. Die ganzen Blöcke werden gelöscht. Es ist jetzt schon auf Höhe 86. Es geht richtig doll schnell steigen. Okay, ich muss weiter nach oben. Und ich bin jetzt hier auf der höchsten Höhe. Okay, dann würde ich sagen, ich mache mir hier auf jeden Fall eine kleine Plattform. Hier bin ich auf jeden Fall relativ sicher vor dem Void. Es ist jetzt gleich auf Höhe 100 schon, Katja. Oh, da bist du, Katja. Ich sehe dich auf dieser kleinen Insel. Und unter dir werden die ganzen Blöcke gelöscht. Du bist ja winzig klein da hinten. Okay, das Void steigt und steigt. Das ist jetzt gleich auf Höhe 100. Und du baust dich hoch. Ich sehe das. Da hinten bist du. Hallo, Katja. Ich bin hier ganz oben. Okay, dann würde ich sagen, ich baue mich erstmal hier in die Richtung. Moment mal, Katja. Baust du dich da hinten zum Berg nochmal hin? Ja, da ich noch ein bisschen mir Erde holen kann. Oh, okay. Das ist eine gute Idee. Stimmt, du kannst jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Erde abbauen. Aber du musst richtig doll gut aufpassen, weil das Void jetzt so schnell steigt. Das Void hat jetzt eine Höhe schon von 112. Oh, oh. Pass bloß auf da unten, Katja. Ich will hier auf jeden Fall auch ein paar Bäume anpflanzen. Vielleicht kann ich mir hier so eine Art kleine Treppe nach unten bauen. Vielleicht so, dass ich auf jeden Fall einen Baum anpflanzen kann. Ja, vielleicht noch ein ganz kleines Stück nach unten. Vielleicht hier so hin. Und dann geht es hier ein bisschen in die Richtung. Ja, das passt ganz gut. Erde habe ich auch. Da kann ich hier den ersten Baum pflanzen. Dann mache ich hier noch 3 in die Richtung. 1, 2, 3. Da kommt hier die nächste Erde hin. Da kommt hier auch ein Baum hin. Okay, 2 Bäume habe ich angepflanzt. Wenn die wachsen, kann ich die natürlich abbauen und dann noch weitere Bäume anpflanzen. Das Void ist jetzt auf jeden Fall schon auf Höhe 130. Wo bist du denn, Katja? Sehe ich dich hier irgendwo? Ich sehe dich da. Du baust dich da gerade hoch. Hallo. Und da unten, wow, verschwinden die ganzen Blöcke gerade schon. Das Void steigt so schnell. Es ist jetzt auf jeden Fall schon auf Höhe 135, 136 sogar. Was ist denn da los? Und du baust dich hier nach oben. Okay, ich crafte mir hier auf jeden Fall noch ein kleines Schwertchen insgesamt. So, Steinschwert habe ich. Hey, ich bin bereit, Katja. Hallo, Katja. Ich sehe dich da unten. Das Void ist jetzt schon auf Höhe 150 insgesamt. Na? Hallo, guten Tag. Hallo. Ich gebe dir ein bisschen Kohle. Bitteschön. Oh, danke schön. Ja, baust du eine kleine Wendeltreppe? Du baust dich in die Richtung. Ich sehe das ganz genau. Okay, das Void steigt und steigt. Das ist jetzt auf jeden Fall gleich schon auf Höhe 160. Und du kommst immer näher und näher zu meiner kleinen Base hier oben hin, Katja. Ah ja. Du hast da unten auch eine kleine Plattform. Ich sehe das ganz genau. Okay, das Void ist jetzt auf der Höhe 171. Oh, oh, ich habe so viel Angst, dass du mich hier runterschubst. Oh nein. Der, du baust dich da ein. Ich sehe das ganz genau, Katja. Katja, ich sehe dich da unten. Du wolltest nicht da durch. Ey, was ist denn hier los? Das Void ist gleich auf Höhe 200. Oh nein, 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 nein. Ich sehe dich da ganz genau. Du hast dich hier einfach komplett eingebaut. Das Void ist auf Level 200 jetzt gleich. Tschüss, Katja, tschüss. Ja, ja, ich hab dich runtergeschubst. Oh, sehr nice. Ich hab gewonnen. Glückwunsch.
Oh, danke schön. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Oh, wie gut. Und die zweite Runde startet in 10 Sekunden. Okay, diesmal befinden wir uns hier in einem kleinen Dorf und müssen uns hier natürlich schnellstmöglich ausrüsten. Ich habe auch schon eine kleine Idee, was ich machen werde. Vor allen Dingen, Karcher, wir befinden uns nicht mehr auf den Bergen. Das bedeutet, wir müssen uns noch schneller beeilen, weil das Void uns hier einfach richtig, richtig doll schnell erreicht. Ich glaube, wir befinden uns hier auf Höhe 60 circa. Das bedeutet, wir müssen uns richtig schnell nach oben bauen. Hier werden alle Blöcke gelöscht. Oder, oho, vor mir. Ich muss hier nach oben, ich muss hier nach oben. Das ist super, 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 super knapp. Ich habe gar nicht daran gedacht, dass es schon so nah ist. Hier werden alle Blöcke gelöscht. Du bist schon da oben. Was ist denn hier los, Kater? Oh nein. Okay, ich baue mich nach oben, ich baue mich nach oben. Das war knapp. Also wäre ich ein bisschen später gekommen, wäre ich hier einfach ins Void runtergeblumst. Okay, ich baue mich jetzt auf jeden Fall nach oben. So und so, wo bist du denn? Oh, du bist ganz da oben. Bitte Eisen, bitte Eisen, bitte Eisen. Oh, schnell, 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 schnell. Ja, Eisen habe ich auch. Okay, Crafting Table habe ich auch noch. Zack und zack. Und ich habe Eisenschwert, ich habe Eisenschwert. Sehr gut. Ich werde mich ein bisschen, glaube ich, in die Richtung bauen und vor allen Dingen dann gleich nach oben. Und nach oben bauen insgesamt. Ich muss mich so schnell beeilen, weil das Void immer mehr und mehr steigt. Oh, oh. Katja, ich habe ein Eisenschwert. Der uns? Oh, PvP ist an. Nein. Oh. Katja, nein, nein. Du fällst auch. Oh, du wurdest zuerst weggeschnetzelt. Das war so knapp insgesamt. Wir sind einfach gleichzeitig gefallen. Oh, wie cool. Das war wirklich super, super, super knapp, Katja. Schau dir das mal an. Du hättest mich fast runtergeschubst. Das war wirklich eine Millimeter knapp. Das hat aber wirklich richtig, richtig doll viel Spaß gemacht. Oh, stimmt. So, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Katja vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.